Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Gestern haben wir einen Bug entdeckt und heute werden wir eine neue Quest entdecken. Gott sei mit dir. Ja, auch mit dir. Und wie läuft es so in Thalmberg? Ist alles friedlich hier? Das fragst du noch? Du bist der Bursche aus Scarlets, richtig? Klar bist du's. Frag mal die Leute in Rovna, was dort los ist. Sie kommen manchmal auf ein Bier vorbei und sehen ziemlich unzufrieden aus. Okay, Rovna. Und wie läuft es so in Okay, Rest ist in Ordnung. Rovna. Wo zur Hölle ist Rovna? Questgeber. Da ist eine Chemiestation, oder? Oh, cool. Endlich mal nicht mehr da hinten hinreisen. Na gut, ich weiß nicht, worauf da ist. Komm, dann gehen wir halt hier hin. So, was gibt's Neues hier bei euch? Alles fit im Schritt, habt ihr den Überfall überlebt? Ich suche nach Arbeit. Brauchst du bei irgendwas eine helfende Hand? Allerdings. Nach allem, was passiert ist, weiß ich kaum, wo mir der Kopf steht. Ich muss aufräumen, neue Stallburschen einstellen. Nur wofür, frage ich mich. Es ist hoffnungslos. Niemand wird mehr von mir kaufen. Unser bester Kunde war Herr Divisch von Thalmberg. Er hat gut für unsere Pferde gezahlt. Aber nun, da mein Mann ermordet wurde, kauft der hochverehrte Herr nicht mehr. Obwohl wir immer noch ausgezeichnete Pferde haben. Warum kauft er dann nicht mehr? Ich weiß nicht. Aber vielleicht findest du es heraus. Nimm unseren Apfelschimmel und führe ihn Herrn Divisch vor. Er ist ein stattlicher Hengst. Etwas wild. Aber schnell wie der Wind. Das Rennen hat begonnen. Warum ich? Warum ich? Und nicht du selbst oder ein Stallbursche? Ich brauche alle Stallburschen hier. Und außerdem hört der hohe Herr eher auf dich. Ich vertraue dir eben. Okay, wie wäre es mit einem Rennen? Du könntest bei einem Rennen antreten. Bei einem Rennen? Ist das dein Ernst? Ich bin doch nicht übergeschnappt. Ich habe noch etwas Würde übrig. Nein, nicht du selbst. Ich meine ein Pferderennen. Und vom Gewinner kauft Herr Divisch dann. Ach so. Und ich dachte schon, ich soll mit meinen klapprigen Beinen schneller als die jungen Hüpfer rennen. Ist sie doof. Gut, ich frage Herrn Divisch. Vielleicht erfahre ich, warum er nichts mehr kauft. Das wäre furchtbar lieb von dir, Junge. Bitte entsende meine besten Grüße. Okay, Sattle Soras Apfelschimmel. Warte einen Moment, bevor ich das jetzt mache. Ja gut, Geschwindigkeit ist natürlich besser als mein Pferd. Aber ansonsten, ja, Geschwindigkeit und Ausdauer. Den Rest braucht er fürs Rennen nicht, ne? Also ist top. Was haben wir denn da? Ist das ein Wandersmann? Wird mich andere Leute immer noch hassen können? Was? Ja, hasst mich. Alle Welt soll mich hassen. So, dann plündern wir dich nochmal. Das nehme ich gerne. Zack. Hau rein. Hallo, Wandersmann. Dich kenne ich ja noch gar nicht. So. Einer mehr auf meinem Kasten.
Das nehme ich gerne. Irgendwas Wertvolles noch? Nö. Tja, niemand wird hier noch wandern oder jemanden ausrauben wollen, wenn ich hier in der Gegend bin. Ich ersteche jeden Einzelnen, der hier rumläuft. So, und schon sind wir zurück. Pass auf, was du da treibst. Genau, hier sind wir richtig. Ich war mir gerade gar nicht sicher, ob ich hier noch richtig bin. Ein Hin- und Hergelaufe hier. Ich dachte, ich soll den vorführen. Ich gehe erstmal hoch. Ich kann das Pferd ja wohl schlecht hier hochbringen. Ja, gut. Pass etwas besser. Halt die Fresse. Der hier ist vom Neuhofer Gestüt. Gib bitte gut auf ihn Acht. So, jetzt reden wir auch mit ihm. Hä? Was zur Hölle machst du da? Hallo. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Warum kaufst du keine Pferde von Sora? Mein Herr, ich bringe Grüße von Smils Witwe Sora vom Gestüt in Neuhof. Sora. Arme Frau. Ihren Mann auf so eine Art und Weise zu verlieren. Was kann ich für sie tun? Sie entsendet ihre besten Grüße und fragt, wenn du erlaubst, warum du in Neuhof keine Pferde mehr kaufst. Ich kaufe meine Pferde jetzt in Uschitze. Nichts gegen Sora und ihre Leute. Aber es ist offenkundig, dass sich das Gestüt nach der Tragödie nicht mehr erholen wird. Ich bin nicht geneigt, meine Rösser von einem Gestüt zu beziehen, das von einer Frau geleitet wird. Oh mein Gott. Gewiss verstehst du das. Die Stallmeisterei ist Männersache. Du bist nicht wirklich redegewandt. Wer dir wisch. Ihre Pferde? Aber sie ist eine Witwe und hat keine andere Möglichkeit, sich zu versorgen, Herr. Würdest du dir ihre Pferde wenigstens ansehen? Das mag schon sein. Doch es scheint mir allzu trist. Wir veranstalten ein Pferderennen. Und wessen Pferd besser abschneidet, von dem kaufe ich. Ich hoffe, du trägst die Farben Neuhofs. Sieht ganz so aus. Ich habe das Pferd schon ausgesucht. Ausgezeichnet. Berichte meinem Stallmeister davon. Indessen überbringe ich die Kunde an die Reiter anderer Ställe der Gegend. Das wird ein richtiges Ereignis. Okay. Der war ja richtig gehypt von der ganzen Situation, oh? Nichts Neues drin. So, sprich mit dem Stallmeister. Oh, Stallmeister. Viel Gesundheit. Rennen. Herr Divis schickt mich wegen des Rennens. Rennen? Ja, ich soll dir ausrichten, dass er ein Pferderennen veranstalten will. Er selbst wird die anderen Reiter und Ställe benachrichtigen. Wohl wahr. Die Tallenberger Strecke ist schon lange keiner mehr geritten. Die Leute brauchen etwas Aufmunterung. Aber was hast du damit zu tun? Sora schickt mich. Sie möchte erreichen, dass der hohe Herr die Pferde bei ihr kauft. Sora? Sie ist vom Neuhofer Gestüt, nicht wahr? Ja. Ich hoffe inständig, dass du für sie gewinnst. Nach all dem Pech verdient Sora etwas Glück. Kennst du eigentlich die Regeln? Nö. Nein. Wir erklären dir vor dem Start, wo die Pfähle stehen und in welcher Reihenfolge du sie erreichen musst. Es gibt keine feste Strecke. Du kannst deinen Weg selbst wählen. Dafür sollte man die Landschaft gut kennen. Du musst von jedem Pfahl ein Band erbeuten. Sobald du alle hast, reitest du zurück. Wenn du als Erster zurück bist, gewinnst du. Verstanden? Okay. Verstanden. Ich werde verlieren. Nun gut. Aber so ein Ereignis braucht Zeit, bis es geplant ist. Bring den Apfelschimmel morgen Mittag zum Tor des Burgvorhofs. Dort ist der Start. Gut, danke. Ja, gut.
Reite morgen Mittag auf Soras Apfelschimmel zum Talberger Stadttor. Das kriegen wir doch hin. Oh Junge, 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 ich werde sowas von verkacken. So. Und jetzt warten wir einfach bis morgen Mittag. Zack. Okay. Oh mein Gott. Okay. Ich würde gerne vorher noch gucken. Hatte ich nicht Sporen? Oh, ich habe die beim zweiten Mal nicht aufgesammelt, ne? Ach Gott. So. Wo ist der Herr? Hast du nicht gesehen? Ich will vorne stehen. Bei dem die besten Reiter und Gestüte der Gegend um den ersten Platz kämpfen. Das Schicksal und Glück verhelfen heute niemandem zum Sieg. Nur Pferdeverständnis, Landschaftskenntnis und ein scharfer Verstand. Aber genug der Worte. Werte Teilnehmer, macht euch bereit. Achtung! Fertig! Los! Was zum... Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Also. Sammle das Band bei dem toten Baum in Uschitze ein. Das ist ein langer Weg. Na gut. Okay. Ich bin eh schneller. Der eine reitet gar nicht. Der fliegt. Flieg, Ferdi! Flieg! Wer fällt ein? Megal! Ich werde der Erste sein. Wer fällt ein, hat bisher immer funktioniert. What the fuck? Was soll denn die Scheiße? Wie kann das sein, dass die schneller waren als ich? Okay, nächster Stopp ist da. Sammler ist Bandner Mühle Mehoi den an. Okay, gut. Scheiße. Wie haben die es geschafft, vor mir da zu sein? Ich bin querfeld eingerannt. Jetzt habe ich kaum noch Ausdauer. Muss mal ganz kurz hier auf dem Weg bleiben. Ich hätte schwören können, ich wäre Erster gewesen. Es ist so langsam. Bin ich Erster? Bin ich Letzter? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß nicht, welcher Platz ich bin. Wenn man wenigstens auf der Karte sehen könnte, wo die anderen sind. Oh, scheiße, Busch. Ich hoffe, ich bin nicht Letzter. Das wäre so peinlich. Ich weiß ja nicht, wo die anderen sind. Ich sehe sie nicht mal mir entgegenkommen. War ich so schnell? Ich weiß es nicht, Freunde. Oh Gott, wenn da gleich plötzlich die Reiter sitzen und ich bin der Letzte. Oh mein Gott.
Erster. Ich bin Erster. Wo ist der Rest? The fuck? Gewinne das Rennen. Ja, ich habe so viel Zeit gewonnen, weil ich querfeld eingelaufen bin. Am Anfang hatte ich noch Panik, weil ich sie plötzlich da getroffen habe. Aber jetzt, puh. Willkommen zurück. Du hast nicht gewonnen, aber dich gut geschlagen. Dieses Pferd ist ein prachtvolles Tier. Also kann Sora auf dich zählen? Das Pferd hat mich beeindruckt. Deine Reitkunst bedarf allerdings Verbesserung. Aber dafür kann Sora nichts. Ich denke, ich werde meine Pferde aus Neuhof und Uschitze beziehen. Du mögest Sora Bescheid geben. Hab Dank, mein Herr. Ich überbringe ihr deine Nachricht. Ich hab nicht gewonnen? Willst du mich verarschen? Natürlich habe ich gewonnen. Es stand da sogar gerade, dass ich gewonnen habe. Ich glaube, dass man nicht gewinnen kann. Ich glaube einfach, dass man nicht gewinnen kann, weil ich habe gewonnen. Ich hab's alle gesehen, da stand gewinne das Rennen. Check. So eine Scheiße. Bin wieder da. Was habt ihr mit meinem Pferd gemacht, als ich weg war? So. Wegen des Renns. Beim Pferderennen war einiges los. Es ist vorbei? Dann sag schnell, wie ist es gelaufen? Es war wirklich knapp. Herrgott, mach's nicht so spannend, Heinrich. Herr Divisch sagt, er wird die Hälfte seiner Pferde hier und die andere in Uschitze kaufen. Oh, das hört sich gut an. Ich dachte schon, ich müsste das Gestüt aufgeben. Danke, Junge. Oh, noch etwas. Wenn du mal ein Pferd brauchst, komm zu uns. Ich mach dir einen guten Preis. Yay. Dann zeig mal, was du... Ich möchte ein Pferd... Das freut mich. Hast du dich um... Habe ich, ja. Ja. Die Bett. Hast du dich für... Du hast nicht wirklich viele gute Pferde. Ein Wunder. 2900. Vielleicht ein anderes. Burak. Ich möchte mir Burak mal ansehen. Wo ist Burak? Ist Burak besser als mein jetziges Pferd? Ach, guck mal, das ist mein Pferdi. Der ist immer noch hier. Wo ist Burak? Pferd. Pferd. Es gibt kaum ein Pferd, das besser ist als meins, also komm. Ja, wohl Geschwindigkeit 39 ist schon cool, ne? Ist einiges mehr als meins. Ich meine, an sich ist der nicht schlecht. Ich bin ziemlich hungrig. Aber ich weiß ja nicht, wie er heißt. Das ist nämlich Kacke. Wenn man nicht weiß, welche Pferde hier sind. Ich glaube, es sind nur die, die hier. Nee, Pferd. 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 Leck mich. Ganz ehrlich, Spiel, leck mich. Kann doch nicht dein Ernst sein. Wie soll man denn so jemals ein gutes Pferd kaufen können? Pferd. Ich behalte mein Pferd. Was soll's. Pferd. Also gut, puh. Das hätten wir erledigt. Kann ich bei euch kurz was zu essen kriegen? Das wäre echt nice. Schloss knacken. Essen, danke. So. Kurz mal waschen. Und dann geht's weiter. Kann ich hier einfach drauf aufsitzen? Ja. Ich kann auf dem Pferd bleiben. Das Einzige, was ist, ist eigentlich nur schneller als meins. Ich behalte mal lieber meins. Und dann entscheiden wir, was wir als nächstes machen. Uff. Pferderennen, nee. Crazy shit.
So, wir gehen als nächstes. Der Henker, das war eins der ersten, die wir bekommen haben. Wir sollten dabei hingehen. So, Freunde, aber ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Ich werde ein paar Aktivitäten machen währenddessen. Vorher werde ich natürlich jetzt mal meine Folge schneiden und dann sehen wir uns quasi aufgelevelt bereits hier wieder. Ich werde die Utensilien versuchen zu sammeln, die wir fürs Brauen brauchen. Und ja, mal gucken, wie es danach aussieht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.